Also das Thema heute ist das kurze Spiel ein Segment aus dem langen Spiel? Ist der Chipschwung, der Pitchschwung, hat das irgendeine Ähnlichkeit mit dem vollen Schwung oder ist das ganz was anderes? Und ich versuche alles heute durchzugehen, was im kurzen Spiel wichtig ist. Versuchen wir es halt einmal. Ich möchte im kurzen Spiel im Prinzip drei Sachen definieren. Ja, es gibt für mich eine Chip-Bewegung, dann gibt es für mich einen Finesse-Schlag. Das ist alles so im Bereich 10, 15 Meter vom Grün bis ca. 50 Meter vorm Grün. Ja. Und dann gibt es noch diese vollen Pitch-Shots, die schon ein bisschen mehr mit Power sind. Also ihr habt alle vielleicht gelernt, dass beim Chip der Ball mehr beim rechten Fuß liegt, also hinten, die Hände sind links. Das Gewicht ist links und ich haue von oben drauf und der Ball rollt flach dahin. Okay, da gibt es sicherlich mehrere Situationen, wo das vielleicht ein guter Schlag ist, wo man damit davon kommt. Aber das Problem ist, auf den modernen Golfplätzen, wie es heutzutage ist, mit oft einem harten Boden, wenig Gras drunter, die Fahnen kurz gesteckt, die Grüns hart, ist dann oft das Problem da, dass man einfach keinen sauberen Kontakt dazu anbringt, weil einfach die sogenannte Führungskante hier, ich hoffe, das sieht man hier, diese Führungskante sich dadurch sehr steil ist und man hackt dann hier oft in den Boden rein. Was man auf der Profitour sieht, ist, dass viele Profis den Ball mehr mit der Sohle hier spielen. Das heißt, dass sie eigentlich wirklich flach auflegen und die Idee ist, dass der Schläger wieder flach ankommt. Sobald der Schläger zu viel Vorwärtsneigung hat, kommt die Kante rein und man muss wirklich den Ball ganz exakt treffen, damit alles passt. Also wir wollen wirklich mit der Sohle hier schlagen. Deswegen sieht man doch inzwischen sehr häufig auf die Profitouren folgende Ballposition. Man sieht, dass der Ball eigentlich mehr in der Mitte liegt. Man sieht, dass der Körper, wenn man sagt, das Brustbein zeigt es in die Richtung, ein bisschen nach links zeigt, somit also ein bisschen links vom Ball ist. Und der Schaft ist nicht so weit nach vorne geneigt, sondern relativ neutral. Ich hoffe, das schaut auch bei euch so aus. Vielleicht ein bisschen nach vorne geneigt. Und die Idee ist, dass man mit einer kurzen Bewegung versucht, mit einem Bounce hier unten den Boden zu treffen. Der Vorteil ist, auch wenn ich mal ein bisschen einen fetten Schlag mache, dann wie jetzt gerade, dann rutscht der Schläger durch und ich bekomme trotzdem noch ein annehmbares Ergebnis. Also das nochmal, der Ball ist in der Mitte, das Brustbein ist ein bisschen links und ein bisschen geöffnet. Das heißt, der Oberkörper ist offener als die Hüften. Das heißt, die Hüften sind so und der Oberkörper ist noch mehr offen. Okay? Dadurch bekommt ihr auch eine Schulterposition, die nicht so ist, sondern eher neutral ist. Ich möchte im Prinzip versuchen, mit dem Bounce hier, den Boden zu treffen und dann bekomme ich eben einen besseren Kontakt, auch wenn ich vorher mal den Boden treffe. Okay? Das war für mich der klassische Chip. Also zum klassischen Chip ist zu sagen, alles was funktioniert, wenn das funktioniert bei euch, rechter Fuß, links runterhauen, dann ist es eh okay. Ja? Aber wie gesagt, auf vielen modernen Golfplätzen wird das nicht mehr funktionieren heutzutage. Bei den Finesse-Schlägern geht es darum, dass man sich künstlich schwach macht. Okay? Ich habe euch vorher schon gesagt, beim Chippen ist es sehr schlecht, wenn der Schläger nach vorne geneigt ist. Wenn ich das bekomme, das möchte ich beim Pitchen auch nicht haben. Das heißt, wenn ich einen Finesse-Pitch mache, einen gemütlichen Schlag mache, wo ich wahnsinnig viel Schaftvorwärtsneigung habe, ist das sehr schlecht, weil ich einfach Kontaktprobleme bekommen werde und ich bekomme wenig Spin und ich kriege den Ball nicht zum Stoppen. Das Ganze wird oft initiiert dadurch, dass der Unterkörper wie beim Langspiel greift, also dass er richtig losgeht und das ist genau das, was ihr beim kurzen Spiel nicht machen wollt. Weder beim Chip noch beim Finesse Pitch und vielleicht ein bisschen mal beim volleren Schwung, aber ihr wollt auf alle Fälle einen sehr ruhigen Unterkörper haben. Ja? Ihr wollt eng stehen. Ich mag ganz gern bei den kurzen Schlägen, dass man vielleicht sich einen dritten Fuß dazwischen vorstellt. Der Schläger ist hier oder die Schlägerbreite hier ungefähr dazwischen. Ich glaube, das sieht man eh, ist ganz gut hier. Also nicht zu breit stehen, damit ich künstlich schwach bin. Oberkörper ist leicht nach links ausgerichtet und der Schaft ist neutral. Bei einem Finesse-Schlag habe ich ganz gern, dass der Ball ein klein wenig links ist, in der Mitte oder ein klein wenig links. Und die Idee ist, im Vergleich zum langen Spiel, ich möchte nicht den Schaft nach vorne geneigt haben im Treffmoment, sondern ich möchte gern, dass der Schläger wieder relativ neutral ankommt. Hier wieder neutral ankommt. Und ihr seht das bei mir hier, dass ich auch mit den Händen ziemlich eng beim Körper bin.
und der Schläger mich quasi ein wenig übernimmt hier. Das heißt, der Abstand hier zwischen meinem Griffende und dem Bauchnabel per se ist im Prinzip bei dem Schlag wird er nicht größer. Bei den vollen Schlägern, wo es um Power geht, dann wird das hier richtig weit weggehen hier. Die Arme werden sich strecken. Bei den kurzen Schlägen möchte ich das auf keinen Fall machen. Ich möchte mich künstlich schwach machen. Ich mache das einmal. Also, der Schaft ist, wenn was, überhaupt ganz leicht nach vorne geneigt. Und bumm. Also das ist die Aktion von einer Finesse-Bewegung hier. Es ist okay für mich, wenn Anfänger sagen, okay, sie wollen hier von so nach so mal schwingen, dass sie überhaupt einmal ein Gefühl kriegen für die Bewegung. Dann schaut es ein bisschen eher so aus, das Ganze. Geht auch mal eine gewisse Zeit gut, aber wenn sie, sagen wir, so um die Mitte 80 Schläge braucht pro Runde und ihr wollt dann mal vielleicht Richtung unter 80 kommen, unter 70 sowieso, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr dann anfangt, eben auch ein wenig mit Handgelenk zu arbeiten und hier den Radius ein bisschen enger zu haben, dass das Ganze mit dem Schlägerkopf passiert. Frage, gilt das auch für harte Sandbunker? Naja, bei harte Sandbunker ist wieder ein anderes Thema, Christian. Da würde ich eher versuchen, dass du anfängst zum Graben. Das heißt, dass der Schläger ein bisschen mehr nach vorne geneigt ist und dass du versuchst, mehr reinzuhacken. Aber das kommt wirklich auf die Situation drauf an. Das ist ein schwieriges Thema. Kommt auch an, wirklich, wie die Sandbeschaffenheit ist. Im Bunker ist es halt so, wenn du nicht durchkommst, weil es zu hart ist mit dem Bounce, dann ist es besser, du spürst ihn direkt. Okay? Also, nochmal zur Wiederholung. Also, der Ball liegt rechts bei Chips. Nein, liegt er nicht. Also, man hat immer gelernt früher, der Ball liegt beim Chippen rechts, Gewicht links, Schaft nach vorne geneigt. Ich habe euch gerade vorher gesagt, das ist nicht optimal. Für die, die gerade zugeschaltet haben, ich möchte den Schaft etwas neutral haben, den Ball in der Mitte. Der Oberkörper zeigt ein klein wenig nach links, ist also mehr nach links gedreht als die Hüften. Das wäre eine gute Ausgangsposition. Ah ja, und der Griff, der rechte ist schwach. Ist schwach. Das ist eine gute Position für ein kurzes Spiel. So, und das wäre eine klassische Chip-Position hier. Boom. Ist das kurze Spiel ein Segment aus dem vollen Schwung? Nein, ist es nicht. Wenn man sich die 3D-Graphen anschaut von Tourspielern und die kinematische Sequenz anschaut, dann sieht man immer bei vollen Schlägen, dass zuerst das Becken beschleunigt, dann der Oberkörper, dann die Arme und dann der Schläger. Das heißt, das baut sich immer so auf, man gibt ein Segment an das andere weiter und es entsteht dadurch Energie. Beim kurzen Spiel sieht man, dass die eigentlich dass in der Übergangsphase, dass alle guten Spieler fast gleichzeitig mit Becken, Oberkörper und mit den Händen und dem Schläger anfangen. Das heißt, es ist alles sehr gemeinsam. Warum? Weil das eine sehr schwache Form ist, einen Ball zu schlagen. Sobald ich anfange, wieder mit dem Becken zu losmarschieren, mit dem Oberkörper nachfetze, dann kann ich Geschwindigkeit erzeugen. Aber beim kurzen Spiel möchte ich eher das Gefühl haben, dass alles gemeinsam passiert. Viele gute Spieler sprechen auch davon, dass sie das Gefühl haben, dass die Arme beginnen. Von meinen 3D-Messungen mit dem AMM 60 Walkabout-System weiß ich, dass es eigentlich nicht passiert, dass die Sequenz, die Startsequenz, weil jetzt auch ein paar Brust zu hören, trotzdem ist Becken, Oberkörper, Arme, Schläger, aber es ist viel, viel enger beieinander, also es ist fast gleichzeitig. Ja? Und bei den vollen Schlägen ist ein bisschen immer so ein kleiner Unterschied. Ja? Und die höchste Geschwindigkeit von diesen ganzen Parametern, von diesen Becken, Oberkörper und so weiter, die passieren fast zur selben Zeit, aber das Becken eigentlich fast als letztes. Jetzt eine ganz interessante Sache, die, glaube ich, viele nicht wissen und die beim Amateurgolf oft zu Riesenproblemen führt und auch bei Profis habe ich immer wieder diesen Fehler gesehen. Und zwar, dass sie nicht ganz verstehen, wie der Körper sich bewegt in einem Finesse-Schwung. Und zwar, wenn ich jetzt dann da stehe in meinem Setup, da sieht man bei den ganzen Profis, dass eigentlich der ganze Körper während des Schwungs nach links geht ein wenig. Also die schwingen auf, gehen nicht zuerst nach rechts, wie man vielleicht beim Driver zuerst ein bisschen nach rechts reinlädt, hier rein und dann nach links, sondern die gehen eigentlich die ganze Zeit immer leicht nach links im ganzen Aufschwung. Ja? Also es ist Aufschwung und der ganze Oberkörper geht nach links, das Becken geht ein klein wenig nach links. Wie viel? In 3D-Messungen sieht man zwischen 2 bis 4 Inch sieht man teilweise, also das sind ungefähr zwischen 7,5 bis 10 cm, 5 bis 10 cm, geht tatsächlich der Körper im Aufschwung schon nach links. Das heißt, man sieht bei guten Spielern häufig, dass der Körper immer leicht nach links geht und stetig nach links geht.
ist glaube ich irgendwie logisch, weil wenn ich jetzt einen Ball hätte und ich würde einen weiten Wurf machen wollen, würde ich hergehen, würde zuerst hier nach hinten laden. Man sagt immer, sein Gewicht nach rechts bringen, mir gefällt der Ausdruck nicht, aber der Druck geht sicherlich nach hinten. Und dann gehe ich nach vorne, drücke auf den linken Fuß und lasse die Energie frei und bumm und wirf den Ball. Das wäre Power. Wenn wir ein kurzes Spiel machen, ist es eher so, dass wir eigentlich ein Würfchen machen. Ein Würfchen, also ein Unterarmwürfchen hier so. Das heißt, ich würde eher nach hierher gehen und so werfen. Das heißt, das mache ich mal ganz kurz. Ich sehe jetzt, ich brauche jetzt nicht diese Bewegung nach zurück. Ich gehe hier gleich nach vorne, wirf den Arm und mein Körper fängt eigentlich den Arm jetzt ab. Okay, und ungefähr das gleiche ist bei einem Finesse-Schlag. Ihr wollt zuerst, dass der ganze Körper ein klein wenig nach links geht und der Oberkörper fängt mehr oder weniger die Bewegung ab. Ihr seht, es geht immer stetig nach links, auch wenn man es nicht wirklich am Video sieht. In 3D-Messungen sieht man sehr wohl, dass gute Spieler mit dem Körper nach links gehen. Das heißt, ich mache das mal ganz kurz vor und ihr wollt im Aufschwung, dass der ganze Körper schon ein klein wenig nach links geht und bumm, jetzt habe ich mit dem Oberkörper den Schläger gefangen und ihr seht auch, dass mein Brustbein und meine Gürtelschnalle fast übereinander sind. Das, was ich auf keinen Fall will, ist irgendwie so eine Bewegung. Das ist ganz schlecht, das bringt den Schaft in eine Vorwärtsneigung und das würde dann den Spin töten und würde den Ballflug viel zu schnell machen und würde andere Probleme erzeugen. So, das heißt, ihr seht, dass das kurze Spiel hat überhaupt nichts zu tun mit dem langen Spiel. Also jeder, der sagt, das kurze Spiel ist ein Segment aus dem langen Spiel, okay, ist vielleicht für den Anfänger okay. Aber sobald ihr unter 85 spielen wollt oder in die Richtung, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch eine Art Finesse-Schlag zulegt. Und wenn zufällig von euch jemand schon den Vortrag von mir mitgehört hat, von Lowest Score Wins, wo ich darüber spreche, welche Aktionen gesetzt werden können, um ein besseres Score zu spielen, da werdet ihr auch hören, dass die Schläger zwischen 10 bis 20 Meter vom Vorgang weg, die fast die wichtigsten sind, die eine Riesenkorrelation auf das Score haben. Und das sind genau diese Schläger, diese kleinen Finesse-Schläger hier, wo ihr so arbeitet. So, irgendwann einmal ist das Problem, dass dann die Finesse eben nicht mehr Finesse sein soll, sondern es kommt ein bisschen Power dazu. Das wird wahrscheinlich ein Pitch sein aus 50, 60, 70 der Meter dann. Bei den Damen wird das wahrscheinlich ein bisschen früher schon sein, je nach Athletik. Und dann muss ich natürlich dann ganz mehr oder weniger in einen normalen Schwung reingehen. Da werde ich ja wieder anfangen, dass ich hier den Winkel wieder erzeuge, dass ich wieder ein bisschen verkippe, öffne und die Hände etwas mehr nach vorne bringe und mehr, also einfach das alles wieder ein bisschen vergessen mache. Also hier, es wird sich wieder eher so anfühlen vom Powerschlag. Also es ändert sich dauernd etwas und wir gehen es dann gleich nochmal ein bisschen durch dann. Es gibt etwas ganz was Interessantes noch, und zwar bei der Konstanz vom kurzen Spiel. Jetzt mal so von Pitches, 30, 40, 50 Meter. Es geht darum, wenn Sie einen Ball immer dieselbe Distanz schlagen wollt, ja, dann braucht Sie immer einen relativ konstanten Backspin. Der Backspin, wenn ihr wenig Backspin habt, ist die Ballgeschwindigkeit schnell. Wenn ihr viel Backspin habt, ist die Ballgeschwindigkeit langsam. Das kann man so im Prinzip ganz salopp so sagen. Und dann gibt es einen Abflugwinkel. Und der sollte eine gewisse Neigung haben. Und wir wissen von Research, von James Sigman, von James Rudyard und John Graham und noch ein paar, dass der Abflugwinkel von einem so normalen Sandwich-Standardschlag circa zwischen 28 bis 30 Grad liegen soll. Das ist ein idealer Abflugwinkel. Ihr wollt den Ball nicht zu hoch schlagen. Das wäre ein Zeichen dafür, dass ihr zu früh hier der Schlägerkopf zu früh übernommen habt. Und ihr wollt nicht zu flach schlagen. Das wäre ein Zeichen dafür, dass ihr die Hände zu weit vorn gehabt habt und Lag erzeugt habt und diese Führungskante hier präsentiert. Ist nicht ganz optimal. Und also so ca. 28 bis 30 Grad Abflugwinkel ist gut. Und deswegen ist ein Trackman zum Beispiel eine, so wie ihn da drüben habt zum Beispiel. Das ist mein lieber Freund, das orange Ding da, ist der Trackman. Der kann das messen, wie hoch der Ball startet. Und es geht eigentlich darum, ob das 28, 29, 30 sind. Es geht darum, dass ihr in die Nähe von dem kommt und dass ihr es vor allem konstant macht. So, dann ist euer Ballflug berechenbar. Und wenn ihr ungefähr eine ähnliche Spinrate habt und ihr lernt die Geschwindigkeit zu kontrollieren, dann ist eigentlich der Ballflug
kontrollierbar. Und ich möchte euch jetzt vielleicht zu dem Thema Abflugwinkel und Konstanz ein paar Sachen zeigen. Und zwar, ich habe jetzt da ein Lobwedge von mir, von Titleist, ein Wokki Spezialwedge. Es ist schon ein bisschen abgeschlagen und ich verwende jetzt diese sechsten Rennspieler, die ich weiß, dass die sich vom Spin relativ ähnlich verhalten wie ein Pro V1. Okay, und ich schlage jetzt einfach mal einen kleinen Ball hier, also einen ca. 40 Meter Schlag. So, hier. So, das war ein super Schlag. Und das sieht man hier. Kommt zur Kamera mit den Trackman-Daten. Hier steht bei Launch Angle, das ist der Abflugwinkel, 27,8 Grad. Das wäre also optimal. Ich habe eine Spinrate gehabt von 6.798. Ich hätte eher was gesucht um die 8.000. Problem ist, mein Wedge ist schon ziemlich alt und abgespielt. Das heißt, die Reibung ist nicht mehr so groß. Ja? Das ist und ich habe ihn geschlagen 42 Meter im Flug. Und das Interessante ist, ihr seht, bei Smash Factor steht 0,96. Das heißt, mein Ball ist langsamer weggeflogen, als die Schlägerkopfgeschwindigkeit war. Also das ist wirklich künstlich schwach. Wenn ihr einen Schläger verwendet, der ganz frisch ist, also der wirklich noch Grooves hat und diese feine Laminierung da oben hat, dann geht der Ball, reibt er richtig, dann bleibt er richtig lang auf der Schlagfläche und er kriegt diesen flachen Abflugwinkel mit viel Spin. So, jetzt gebe ich ein bisschen Wasser hier drüber. Hier sollte theoretisch die Schlagfläche nass sein. Ich nehme denselben Ball noch einmal und versuche denselben Schlag zu machen. Sollte jetzt in der Theorie. Wahnsinn. Sollte in der Theorie der Ball jetzt höher starten. Ich schaue gerade, ob er alles gemessen hat. So, hier sieht man dann auf einmal hier bei mir 37 Grad Launch. Obwohl ich nichts anderes gemacht habe, als die Schlagfläche nass gemacht habe. Und der Spin ist jetzt auf 4620 gegangen. Die Schlägerkopfgeschwindigkeit war sogar langsamer als der andere. Und den Ball habe ich jetzt um fast 4 Meter weiter geschlagen. Und obwohl ich langsamer war, einfach deswegen, weil jetzt der Smash-Faktor 1,04 ist. Das heißt, der Ball um 4% schneller weggegangen ist als die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Vorher waren es 0,97, wenn Sie erinnern können. Also das ist das heißt weniger Spin, höherer Abflugwinkel, mehr Länge, schlecht. Das heißt, wenn ihr ein altes Wedge spielt, das komplett abgespielt ist, wo ihr auf einmal den Ball mit 40 Grad Abflugwinkel startet, mit nur mehr 4000 Spin, dann werdet ihr Riesenprobleme kriegen, den Ball zu kontrollieren. Das heißt, sogar im Amateurbereich, ich sag mal, wenn ihr unter 90 spielt, ab dem Moment ist es schon interessant, wollt ihr schon schauen, dass ihr immer neue Wedges habt. Und zwar Spezialwedges, da gibt es ganz tolle von der Firma Callaway zum Beispiel, die haben ganz tolle, oder auch Firmen wie Titleist oder was auch immer, Cleveland. Jedenfalls, wenn sie neu sind, sind sie gut und sie können, wenn man Vielspieler ist, sicher 2 bis 3 Mal im Jahr ausgetauscht. Okay? So, dann wollte ich euch noch ganz kurz Folgendes zeigen, dass auch der Ball einen Einfluss hat. Ich versuche inzwischen die Schlagfläche ein wenig zu reinigen und spiele jetzt einen Schlag mit diesen Srixen hier, der sich, wie ich weiß, beim kurzen Spiel verhält wie ein Pro V1. Und dann habe ich einen ganz tollen Rangeball von Callaway, die haben auch hier wunderschöne Bälle hier. Verhält sich beim langen, bei den normalen Eisen, beim Driver wie ein Pro V1 im Prinzip, aber beim kurzen Spiel überhaupt nicht. Ich möchte euch nur kurz mal zeigen, ob es gelingt mir, was die Unterschiede sind. Also ich versuche diesen 40 Meter Schlag wieder zu machen. Ich habe inzwischen die Schlagfläche ein wenig getrocknet. So, das waren jetzt, ich lese nur ganz kurz vor, Abflugwinkel von 29 Grad mit 7600 Spin, 51 Meilen pro Stunde, 44 Meter in der Luft, Carry, Smash Factor war 1,03, also so ein bisschen schnell. Und jetzt spiele ich den mit dem Callaway. Wahnsinn. Komplett anders.
Und ich schwöre, ich habe es genau versucht, den gleichen Schlag zu machen. Und dieser Ball ging jetzt mit 36 Grad Abflugwinkel weg. Also um einiges mehr. Und den Spin hat er leider gemessen beim letzten, aber ich kann euch versprechen, dass der sicherlich weniger war. So, was will ich euch damit sagen mit der ganzen Geschichte? Bitte schaut auch beim kurzen Spiel, dass ihr immer neue Wedges habt, dass ihr einen Ball habt, der ein Premium-Ball ist, sofern ihr irgendwie mal unter 85 spielen wollt oder zu dem Bereich kommt, dass ihr dieses Niveau habt. Schaut, dass ihr bitte auch den Ball habt, dass ihr einen konstanten Ball habt. Und bitte schaut beim Trainieren, wie sich der Ball bei verschiedenen Lagen verändert. Das heißt, wenn ihr jetzt von einem ganz glatten, trockenen Färbe spielt, wird er einen ganz anderen Abflugwinkel haben, wie aus einem Semiraff, wie aus einem Gras, das ein bisschen weich ist. Das heißt, es wird sich komplett anders verhalten und das, glaube ich, sollte man wissen. Gehen wir es ganz kurz nochmal durch, die ganze Geschichte. Wir gehen da ganz kurz nochmal Chip durch, Finesse, die Technik und dann lassen wir es für heute gut sein, okay? Für die, die erst spät zugeschaltet haben. Also, ganz am Anfang habe ich mal gesagt, dass beim rechten Fuß liegt, nein, soll er nicht liegen, das wurde über Jahre unterrichtet. Weil viele Jahre hat man gehört, in der Golfinstitution, der Schläger soll links sein, beim linken Oberschenkel, der Schaft schräg, der Ball rechts und man soll dann so ohne Handgelenke den zum Spielen. Wie gesagt, wie ich es vorher gesagt habe, das ist okay, wenn man das gut kann und wenn man damit zurechtkommt. Das Problem ist, auf diesen modernen Golfplätzen, wie es heutzutage ist, ist das Problem, dass man dann oft mit der Kante hier hängen bleibt, dass man den Ball zu flach wegkriegt, zu wenig Spin hat. Und da braucht man eine wenig andere Technik. Und zwar empfehle ich euch beim kurzen Spiel, dass ihr, egal ob es jetzt Chip oder Pitch ist, dass ihr den Ball mehr in der Mitte habt oder sogar leicht links von der Mitte habt. Beim Chip mehr mittig, beim Pitch eher leicht links. Den Schaft maximal, minimal nach vorne geneigt habt und ihr wollt das Brustbein, das zeigt jetzt zu euch zur Kamera, soll ein bisschen nach links sein. Ich möchte, dass es leicht offen ist hier. Das heißt, ich bin hier, mein Brustbein ist links vom Ball. Das ist für mich ein klassischer Chip. Ja? Und wenn wir jetzt von einem Finesse-Pitch reden, ist der Ball ein bisschen weiter links, Brustkorb auch ein bisschen weiter links wieder. Ihr seht auch, die Schultern sind relativ neutral hier. Stand ist eng, ich versuche künstlich schwach zu sein. Und ich versuche hier dann relativ bald einmal ein bisschen mit Handgelenk zu arbeiten. Und wieder hier mit einem sehr engen Radius. Die Hände bleiben sehr nah beim Körper. Hier durchzugehen und der Schlägerkopf wird das übernehmen. Dadurch flacht der Schläger aus. Der Schaft kommt wieder neutral an. Und dann bekomme ich einen wunderschönen Kontakt. Das heißt, ihr seht, wie ich jetzt hier stehe. Der Schläger schaut zu mir. Das, was ich nicht will, ist diese Position. Ich bedanke mich für alle, die zugesehen haben. Ich sehe, das sind relativ viel online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war was dabei, was ihr vielleicht für euch mitnehmen könnt, eventuell für euer Unterrichten mitnehmen könnt. Wenn ihr Pro seid, wenn ihr Amateurgolfer seid, bin ich sicher, wenn ihr die Wiederholung nochmal anschaut, dass tolle Sachen dabei sind. Macht mir sehr viel Spaß übrigens, diese Live-Sessions. Ich mache sie wahnsinnig gerne. Und hoffe euch bei der nächsten Mal zu sehen. Wenn ich wieder online gehe, ich bin immer sehr dankbar für Themen, die ihr mir vorgibt. Ich mache das Ganze deswegen, weil ich einfach möchte, dass Golfinstruktion weltweit wieder populär wird, dass Leute wieder gerne Stunden nehmen, dass sie sehen, da gibt es was, was man noch lernen kann. Da geht es jetzt nicht nur primär um mich, sondern auch um alle Golflehrer hier draußen. Es gibt sehr viele, die sehr viel verstehen und ich weiß, dass alle Amateure von einem Pro profitieren können. Und falls ihr mich braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Wenn euch die Live-Session gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch teilen würdet, dass wir da immer mehr und mehr Leute hier reinbekommen. Und bitte abonniert. Bis bald. Ich bin raus hier.